Wenn ich mit meinen Patienten und Patientinnen diese Übung mache, dann bekomme ich so Antworten wie, das ist das erste Mal, dass mein Kopf zu meinem Körper gehört hat oder ich fühle mich wie auf Wolken. Definitiv lohnt es sich, diese Übung auszuprobieren, so viel verspreche ich dir schon mal. Aber mach dir keine Sorgen, wenn es beim ersten Mal noch schwierig ist. Viele von uns haben verlernt, ihre Gefühle wahrzunehmen. In dieser Übung geht es darum, dass du Liebe in dir bündelst und sie nach außen schickst. Du kannst sie nun einerseits zu dir schicken, indem du dir vorstellst, dass du dir gegenüberstehst, oder zu einer Person, mit der du Schwierigkeiten hast. Und auch wenn das vielleicht am Anfang eigenartig klingt, dass du jemanden, der dir Probleme bereitet, Liebe schickst, dann kann ich dir versprechen, dass dies eine sehr gute Methode ist, um diese negativen Gefühle aufzulösen. Das Visualisieren spielt dabei eine entscheidende Rolle. Und mit deiner Vorstellungskraft kannst du dein emotionales und psychisches Wohlbefinden direkt beeinflussen. Lass uns jetzt beginnen. Nimm eine bequeme Sitz- oder Liegeposition ein und schließe sanft die Augen. Beginne tief ein- und auszuatmen. Zähle dabei langsam bis 4, während du einatmest. Halt deinen Atem für einen kurzen Moment an und atme dann langsam durch den Mund aus, während du bis 6 zählst. Wiederhole dies einige Male. Nimm wahr, wie sich dein Körper mit jedem Atemzug mehr entspannt. Mit jedem Einatmen nimmst du gute Gefühle auf. Dein Körper sinkt etwas tiefer in die Unterlage und mit dem Ausatmen lässt du Anspannung los. Geh nun mit deiner Aufmerksamkeit in deine Füße. Nimm deine Fersen wahr, spüre deine Unterschenkel, spüre deine Knie, deine Oberschenkel. Geh mit deiner Aufmerksamkeit in dein Becken. Nimm deinen Bauch wahr, spüre deinen Rücken. Nimm wahr, dass sich dein Zwerchfell bewegt mit der Atmung. Spüre deinen Brustkorb. Geh hinauf zu den Schultern. Lass deine Aufmerksamkeit in die Oberarme wandern. Weiter zu den Ellbogen, den Unterarmen. Hinein bis in die Hände und die Fingerspitzen. Geh nun mit deiner Aufmerksamkeit in den Hals, rauf bis zum Kinn, ins Gesicht, die Ohren, die Augen, die Stirn bis zum Scheitel. Du nimmst nun deinen ganzen Körper wahr. Und du spürst um dich herum Liebe. Du öffnest langsam dein Herz. Lass diese Liebe in dein Herz strömen. Du
Du spürst, wie dein Herz größer wird und sich die Liebe ausdehnt. Und welch schönes Gefühl das ist. Wie die Liebe so größer und größer wird, nimmt dein Herz wieder seine normale Größe an und du sendest einen Strahl von Liebe, so wie die Glücksbärchis früher, aus dir hinaus zu deinem Gegenüber. Und in dem Moment, wo dieser Strahl auf den Solarplexus deines Gegenübers trifft, spürst du eine tiefe Verbundenheit. Und in dem Moment, wo die Liebe deinen Körper verlässt, fühlt es sich so an, als ob du ausatmest. Und das Schöne ist, dass im gleichen Augenblick noch mehr Liebe zu dir zurückkommt. Alles, was du gegeben hast, kommt zu dir zurück. Erfüllt dich. Du bist jetzt in einem ganz sicheren, geborgenen Ort, voller Halt, voller Liebe. Und diese Liebe strömt wie ein warmes, angenehmes, ruhiges, schönes Licht durch deinen Körper. Du kannst sie überall wahrnehmen. Du spürst sie in deinen Zehen, in deinen Fersen, in deinen Unterschenkeln, in deinen Knien. Sie wandert durch deine Oberschenkel bis hinauf ins Becken und in deinen Bauchraum. Sie durchdringt alle deine Organe. Du spürst sie im Zwerchfell, in deiner Lunge und im Herzen ganz besonders. Die Liebe wandert durch deine Oberarme und Schultern bis hinein in deine Fingerspitzen. Sie durchströmt deinen Hals. Sie steigt empor in dein Gesicht bis hinauf zum allerhöchsten Scheitelpunkt. Und du genießt dieses Gefühl, voller Liebe zu sein. Du bist gehalten, getragen, geborgen. Speichere dieses Gefühl in dir ab. Du kannst jederzeit hier zurückkommen. Wenn du magst, bleib noch in deiner Entspannung oder mach einen zweiten Durchgang. Beweg deine Füße langsam. Komm mit deiner Aufmerksamkeit zurück. Öffne langsam deine Augen. Reib deine Hände. Halt dein Gesicht und sag dir selbst Danke dafür, dass du dir heute dieses schöne Gefühl geschenkt hast.